Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bloody Beach. Natürlich wieder mit dem Freaks LP. Hallo. Hallöchen, na. So, es geht wieder auf den Server und wir haben uns schon wieder etwas überlegt. Und zwar werden wir jetzt diese Folge das weitere Feld da unten bauen und sowas wie ein Hühnchenstall, damit wir dann auch Hühnchen haben für Federn und für was man die braucht, das wisst ihr wahrscheinlich, für Pfeile, Pfeile und ähnliches. Jetzt im Moment spawnen ja noch keine feindlichen Mobs, aber wenn die dann spawnen, dann brauchen wir natürlich auch Fäden, damit wir uns einen Bogen machen können. Also wir haben uns da schon so ein bisschen was überlegt und ja, damit wir dann auch später noch Zuckerrohr bekommen, müssen wir dann natürlich die anderen Leute ausplündern. Aber das dürfen wir ja noch nicht. Aber ich würde auch sagen, ich gehe gleich nochmal einmal ein bisschen gucken auf diese eine Insel, die ich gesehen habe. Vielleicht ist da ja noch was. Kann ja sein, man weiß es ja nicht. Aber ich brauche jetzt erstmal noch was zu essen. Wir müssen immer ein Essen im Inventar haben. Mensch. Weil unsere Zeit, genau, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erklärt. Also wenn wir, wir dürfen in der Woche quasi, 7 Parts a 15 Minuten machen, beziehungsweise eine Stunde lalala aufnehmen. Das können wir auch zum Beispiel, könnte man das auch alle 2 Tage 30 Minuten Parts oder halt so irgendwie machen, ne? Man kann sich das quasi frei aufteilen, wie man das machen möchte. Aber wenn halt die Zeit abgelaufen ist, dann wird man quasi von hier weg teleportiert. Also dann wird man in eine Kapsel teleportiert. Echt? Ja. Bleibt man da nicht einfach stehen oder so? Ja, stimmt. Ach Quatsch, ich laber dann Scheiß. Ist man handlungsunfähig. Genau, also man kann man einfach und kann nichts mehr machen. Genau, dann nicht ist schlagen, man, kann ja, gar stimmt, nichts. Ich wegteleportiert in eine Kapsel. Das war, wenn man ich stirbt. Das war, wenn man stirbt. Ja, ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil das Projekt hat er mir vorher erklärt und dann hat er halt gezeigt, was passiert, wenn man stirbt. Und dann wirst du halt in so eine Kapsel teleportiert. Und deswegen, also und kriegst halt neuen Kram wieder, ne? Und deswegen war ich gerade so verwirrt. Ja, auf jeden Fall wird man dann handlungsunfähig und deswegen brauchen wir natürlich das Essen, damit wir quasi uns wieder vollfressen können. So, wo bist du denn? Weil sonst sterben wir halt, wenn wir dann hast vom Server gehen ohne volles Leben. Hast du dich nach unten in die Schlucht reingebaut oder was? Ja, ich bin einfach, ich hab mich da einfach runtergebaut. Komm am besten mit Wasser hier runter. Ich will dir ja nur die Erde runterschmeißen. Ach so, hier, ja, okay, schön. Danke. So, das reicht, denke so ich mal. Sachen, warte. Wird ja wohl passen. So. Alter, wie viel Erde ist das denn? Ja, weiß ich nicht. Ich hab selber noch voll viele Stacks. So, hatten wir Wassereimer oder hast du den mitgenommen? Ich hab den mitgenommen. Ja, du musst dir schon selber einmachen dann. Okay, ja, dann mach ich mir noch einen. Scheißegal, wir haben ja genug Eisen. Daran soll es jetzt ja nicht scheitern. So. So. Machen wir das mal schnell. Ich guck mal eben. Warte mal, was war denn da unten? Achso, da unten war einfach nur unser Mining-Gang. Ich guck gleich nochmal. Die Steinspitzhacke ist ja richtig langsam Runde, dagegen, ey. Ja, ist es auch. Ich guck mal gleich nochmal eine Runde. Ob hier. Genau. Hier bei unserem Feld wollte ich nachgucken. Wenn es draußen hell ist, dann such mal nach Hühnern. Weil wir brauchen nämlich Eier und sowas. Ja, aber wir müssen, genau, die dürfen wir dann ja erstmal nicht töten, ne? Ja. Mit was lockt man die denn? Mit Weizen? Ich bin mir nicht sicher, ich habe keinen Plan. Mit irgendwas lockt man die doch. Aber willst du die hier unten reinlocken, weil das... Weil die hört man, ne? Ja, nee, erstmal hört man die und zweitens sollten die ja auch weiter nach unten, damit man die halt quasi nicht hört und auch nicht sieht. Also wir bauen ja quasi alles... Ja, dann machen wir halt so nach unten. Wir müssen das so richtig unauffällig machen. Ja, es muss halt alles komplett... weg quasi. Also, dass man nichts sieht, nichts hört und auch nicht weiß, wo wir unseren Kram haben. Also, so eine... Dürfen die Kisten plündern? Ich bin mir nicht sicher. Nee, die dürfen... jetzt noch nicht. Ja, doch, dann. Dann schon. Wenn die Kampfphase beginnt, dann darf man alles plündern. Okay, nur jetzt darf man nur reingucken, glaube ich. Ja, weil dann ist es halt quasi die Sache... Wenn überhaupt. Wir müssen unsere Kiste dann auch irgendwo bei den Feldern verstecken, würde ich sagen. Also wir bauen die einfach hinter der Wand oder so. Wir müssen uns auf jeden Fall die Plätze da merken. Oder sowas. Irgendwie, ja, das wird richtig schwierig. Wir müssen uns erstmal alle Koordinaten aufschreiben, würde ich sagen. Und auch nicht nur, nicht nur 2 Koordinaten, sondern auch, oh scheiße, jetzt habe ich Müll gemacht. Ja, was mich aber auch mal richtig interessieren würde, was die anderen bis jetzt schon gemacht haben. Ja, das würde mich echt mal interessieren. Wir können ja eigentlich mal, wir haben ja schon ein paar Sachen gesehen, aber den Rest quasi noch nicht. Also ich denke mal, die werden allesamt, ich habe gerade aus Versehen was gefailt, ich Vogel, ey. Jetzt muss ich nochmal was holen. Also ich denke mal, die werden allesamt,
sich Felder angebaut haben schon. Also Felder haben die alle. Ja, die haben ja draußen schon so großes Feld angebaut. Ein Team. Ne? Und nee, der mehrere Rest, schon. Ich habe schon mehrere gesehen, ja. Ja, okay. Also mindestens auf, 3 Stück schon. Vielleicht wissen die auch nicht, dass es unter der Erde auch wächst. Aber weiß er nicht. Nee, ich glaube, die haben das jetzt auf die Schnelle so gemacht. Oder die haben das jetzt nur so als Tarnung gemacht. Vielleicht haben die ja noch ein viel größeres Feld irgendwie unter der Erde. Ja, ja, man das weiß kann es ja auch nicht. Sein. Ja, aber oben würde ich es trotzdem nicht als Tarnung machen, keine Ahnung. Es kann auch sein, dass wir gar kein Feld trotzdem, haben, ne? Ja, keine Ahnung, also. Ich weiß nicht, ich bin mal echt gespannt, wie wir dieses, wenn die Kampfphase beginnt, das irgendwie regeln. Ja, ja, das bin da mal echt gespannt, Leute. Wird schon, jetzt im Moment ist ja noch Aufbauphase, jetzt nicht wirklich spannend, jetzt gerade so gesehen. Jetzt noch ein bisschen rumchillen. Noch ein bisschen Taktik also, hier. Für uns ist es natürlich schon spannend, weil wir müssen ja, wenn wir hier jetzt quasi was verkacken, dann haben wir ja viel zu wenig hier Weizen oder sowas und können uns halt haben halt dann quasi somit keine Diamanten und sind dann halt quasi gearscht, ne? Wenn wir halt keine Diamanten haben und die anderen halt schon richtig viel haben. Deswegen, glaube ich, baue ich das Feld hier auch nochmal noch ein größer. Nur das einzige richtige Problem, was mich richtig stört, ist, dass wir einfach kein Zuckerrohr haben. Ja, weil wir brauchen eigentlich nur Verzauberungstisch und das ist echt das Wichtigste, weil sonst können wir auch nichts mit irgendwelchen Erfahrungspunkten machen. Ja, und wir haben ja schon 11 Erfahrungspunkte, ne? Ja, und denkst wir könnten dann noch irgendwie in die Hölle später gehen oder so, wenn wir da genug Sachen haben. Denkst du, die Dings da müsste die anderen Teams, irgendeiner von den anderen Teams hat schon ein Enchanting Table? Kann mal, sein, ich weiß es nicht. Mal so, ganz, so Team? Ganz salopp überlegt, so mal eine Runde. Was brauchst du denn dafür? Du brauchst auf jeden Fall Obsidian? Nee, das scheitert schon daran, weil Obsidian hat wahrscheinlich noch keiner. Weil dafür brauchst du eine Dia-Spitzhacke, mindestens. Ja, und ich denke mal nicht, dass die mit ihren... Drei Diamanten hat noch keiner, glaube ich. Doch, 3 Dias denke ich schon. Aber ich glaube noch nicht, dass die schon Obsidian gefunden haben. Das ist eher die Sache. Also, weil ich meine, 3 Dias zu kriegen, ist jetzt ja nicht so schwer. Weil guck mal, wir hatten jetzt hier die 2 Felder da. Das mickrige oben und das andere unten, ja. Und... Das ist eigentlich schon viel zu wenig. Wir hätten eigentlich letztes Mal schon viel, viel, viel größere Dinger bauen müssen. Aber ist ja egal. Ja, und wenn du jetzt mal so überlegst, wie heißt es, dass, was wollte ich sagen? Dass die, mir fällt das gerade nicht mehr ein, was ich sagen wollte. Genau, dass die alle so fette Felder haben, ja, und wir mit unserem Luschigen quasi schon 2 Dias haben, ne, dann werden. Ja, wird gut. Es auf jeden Fall schon. Aber du hast ja gesehen, die haben das noch nicht abgebaut. Ich weiß auch nicht, wir sind vielleicht die Leute, die schon am meisten aufgenommen haben. Das kann natürlich sein. Das könnte sein, natürlich, klar. Aber vorproduzieren ist eigentlich auch alles, weil dann ist halt, also quasi... Vor allem in der Vorbereitungszeit. Ja, und das Gute ist, die Leute, wenn sie wirklich unsere Folgen gucken und wir immer ein bisschen vorproduziert haben, wissen sie trotzdem nicht, wo wir sind. Also sie wissen zwar, Stimmt. Wo unsere Basis ist, aber sie wissen nicht, wo wir uns gerade wieder ausgelockt haben und also können quasi keine Fallen bauen. Zu unserem jetzigen Zeitpunkt hat das Projekt noch gar nicht angefangen. Ja, genau. Also wir sind gerade immer noch, also es ist gerade Mittwoch, der 9.7. und morgen kommt der erste Part und der hier wird erst, ich weiß gar nicht wann kommen, und deswegen, also das ist quasi ein Vorteil, wenn man halt vorproduziert, weil dann haben wir halt quasi müssen wir jetzt keine Angst haben, dass die irgendwie hier auf einmal uns auflauern, wenn wir anfangen aufzunehmen. Stimmt, es kann eigentlich gar nicht passieren, dass sie uns die Folgen anschauen und wissen, wo wir, ja okay, die wissen schon, wo wir sind. Ja, aber die sieht ja alles anders aus. Ja, ja, klar. Und die können uns quasi nicht direkt auflauern. Also sie wissen natürlich, wenn sie eine Folge gesehen haben, wo wir die Koordinaten gezeigt haben, wo die Koordinaten sind. Aber ich bin auch der Meinung, wir sollten dann öfters in der Zeit umziehen. Ja, ja, sollten wir, glaube ich, auch. Also ich denke mal, also ich würde sagen, auf jeden Fall unsere Basis. Wir können ja die Felder, könnte man ja hier lassen. Das ist ja scheißegal eigentlich. Obwohl die Felder müssen wir eigentlich auch dann öfter mal umziehen oder ein paar neue machen. Einfach die alten. Die Felder könnte man da, ja, weiß ich nicht. Du weißt, jeder kann da ran. Aber wir könnten die auch selber dann wieder abbauen. Ja, klar, das ist halt alles. Oder wir müssen halt mit der Zeit mal neue Felder machen. Also quasi noch mehr, damit halt. Wasser reicht 3 Blöcke, oder? Komm schon, oder? Wie meinst du das? Also wenn ich im Mittelgang Wasser hab und links 3 und rechts 3, nee, dann ist das 4. Alles... 4, das reicht 4. 4 sogar? Ja. Okay, gut. 4 und dann muss ein neues Wasser kommen, wenn du dann noch mehr Dings da machen möchtest, noch mehr, sagen wir eben schnell, noch mehr,
du weißt, was ich meine, noch mehr Felder daneben hauen möchtest. Ja, ja. Sag mal, hast du die ganzen Samen mitgenommen? Die ganzen Seeds? Ja, habe ich alle mitgenommen. Achso, okay. Ja, egal. Brauchst du die, oder? Wie? Jo, ungefähr. So. Okay, ich nehme mal erstmal, ich muss mir erstmal mal. Ja, ich bin jetzt fast fertig mit dem Feld hier unten. Ja, also ich bin auch, bin fertig eins, fast zwei, mit meinem drei, Feld, vier. Deswegen brauche ich die eigentlich auch jetzt gleich mal eine Runde. Oh, hupsala, runtergefallen. Müsste hier das Wasser hin? So. Okay, deswegen. Einfach so ganz halt provisorisch. Quasi. Wieso habe ich das jetzt eigentlich nur so gebaut? So, dann bauen wir hier noch eine Wand ab. Dann geht das hier gleich los. So. So, jetzt brauche ich noch kurz die Ho hier, genau. René? Hallo? Scheiße! Wir haben schon wieder die Zeit verpeilt. Nein! Okay, mein Internet kackt gerade mal eben kurz eine Runde ab. Dann brauche ich gar nicht weiter abbauen. Oh, scheiße, ey. So, René? René. Ja. Ah, okay, hi. So, hi. Gut, dass ich gerade wieder volles Leben hatte. Sehr gut, ey. Okay, auf jeden Fall, ja, das war gerade leider mein Internet, das kackt halt täglich wann anders ab. Aber wir haben jetzt schon wieder 16 Uhr, deswegen in einer Folge ist es ja letztes Mal schon wieder abgekackt. Ist ja egal. Das ist ja egal, ne? Das juckt ja jetzt nicht das so. Das geht ja auch so. So, okay. So, also oh nein, ich hab Scheiße gebaut. Ah, jetzt. Ich habe jetzt hier ein vier Felder. Ach, ich weiß auch, was ich holen wollte. Die waren nämlich kaputt. Okay, so. Verbleibende Spielzeit 30 Minuten. Wir haben noch 30 Minuten. Steht bei dir? Ach, bei mir auch. Ja, okay. Ja. 30 Minuten bedeutet zwei Folgen, wenn wir jetzt nicht wirklich überziehen. Ja, obwohl, ja doch, wir können einen Ticken überziehen. Dann ist die eine Folge halt, also nicht überziehen, aber ist die eine Folge. Oder wir machen die jetzt ein bisschen kürzer. Oder die letzte Folge ist ein bisschen kürzer, wie auch immer. Ja, warte. Wir machen gleich bei 14 Minuten oder so schon Cut, aber ich will jetzt eben noch kurz da das Feld fertig machen. Ja, ich bin gerade auch fast fertig mit dem fast, Feld. Fast, also so fast. Ich muss mal eben kurz hier die machen und dann geht das los hier. So, zack. So, ich mach mal ganz kurz meinen Spielsound ein bisschen leiser. So. Gut. Boah, ich hoffe, man hört mein PC nicht so laut im Hintergrund. Und wenn, das ist einfach ein Block. Sorry, das muss ich einfach mal eben kurz raushauen. Falls man beim PC hört, sorry, der ist immer, es ist ja gerade die Tage ein bisschen wärmer und der ist eigentlich immer beim Aufnehmen einen Ticken lauter. Weil wegen die Sicherheit, ich weiß auch nicht warum. Und ja, dann ist der manchmal, wenn es halt so warm ist, ist der halt noch lauter als eh schon. So, jetzt wird mal alles bepflanzt hier. Oh, zack, bei mir auch. Ich muss mal eben kurz gucken, auf was habe ich denn hier eingestellt. So, okay. So. Zack, 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 zack. Sehr geil. Okay, dann haben wir wieder richtig viel Weizen. Hast du noch Seeds übrig? Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich kann dir gleich die restlichen geben. Ich habe so ein fettes Feld hier oben, was halt noch frei ist, ne? Oder ich gehe halt gleich nochmal, oder wir gehen halt gleich nochmal eben kurz hoch. Ich wollte ja eh nach Dingsdams da suchen, ne? Hatte ich ja gesagt, nach, wie heißt es, nach den Zuckerrohr? Ja, genau, nach dem Zuckerrohr. Mir fallen irgendwie heute die Namen nicht mehr ein. Du bist heute voll verpeilt irgendwie, glaube ich. Ja, das Problem ist einfach, ich bin halt ein bisschen angespannt, dass wir das jetzt hier gleich alles richtig schön gewuppt kriegen und dass wirklich, dass wir einfach, wenn wir das nächste Mal spielen, dass wir, oder wenn halt alles gewachsen ist, dass wir einfach, keine Ahnung, 200.000 Millionen da nach dem Motto an Dingsdams da haben. So, ich komme mal wieder hoch, Moment. Wie nennt man das? An Weizen. Aber ich würde auch sagen, wenn dein Raum wirklich groß ist, bau an die Decke noch Fackeln. Also mach einen Erdblock oder sowas hin und bau da auch noch Fackeln dran, damit es halt wirklich richtig gut wächst. Ja, mach ich später. Ich komme jetzt erstmal wieder hoch, ganz kurz. Moment, ich habe das auch gerade zugebaut, damit man das nicht so gut sieht. So, hier, 15 Stück habe ich nur noch. Okay, ja, das ist verdammt wenig, weil komm mal hier mit hinten hin. Dann siehst du nämlich den ganzen Spaß hier. So. Zack, das ist das, was ich hier gerade mal eben kurz hingedonnert habe. Also wirklich sehr so gut, richtig, Alter, wir haben so viel Weizen später. Richtig fettes Feld, das muss halt einfach so sein, weil anders. Wenn das erstmal halt hier nicht, fertig gewachsen ist, alles. Ja, deswegen brauchen wir auch, müssen wir eigentlich mal gucken, warte mal. Wir gehen gleich mal nochmal gucken in dem anderen Feldding da, ob da noch viel drin ist. Aber erstmal brauche ich gleich auch wieder was zu essen. Hier ist noch ein großes Hühnchen. Ich geh mal hoch, ich guck mal. Klopp ich mal eben kurz da rein. Aber so schnell wächst das ja eh ja, nicht, ja, oder? Ja, aber wenn da, vielleicht ist da ja schon was fertig, weil wir brauchen einfach mehr Seeds, ey. Geht gar nicht, ey. Aber was ich mal echt gerne wissen würde, ist, mit was man jetzt Hühnchen lockt.
Hier ist ja echt schon wieder richtig viel gewachsen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube Weizen. Okay, hier ist... War das fertig? Ja, war fertig. Hier sind schon manche Sachen fertig. Hier, das ist auch fertig. Erst wenn die so richtig dunkelgelb sind, ne? Das ist fertig. Ja, das ist fertig. Okay, und direkt wieder nachpflanzen, ne? Ja, ja. So, zack, zack. Aber ich würde sagen, den Rest seht ihr dann im nächsten Part hier. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Macht's gut. Wenn euch dieser hier gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Und bis, morgen. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.